Nein! Nein! Das klappt so nicht! Wer schmatzt denn so? Wisst ihr wirklich nicht, wie man richtig schmatzt? Na also, geht doch. Und jetzt, meine haarigen Dickerchen, bitte ich euch, Platz zu nehmen. Ihr müsst endlich begreifen, wie wichtig es ist, eine würdige Raupe zu sein. Weil um eine einfache Raupe zu sein, braucht man nicht viel Verstand. Und ich, die würdigste unter den hier Versammelten, bemühe mich hier, foltere mich hier, um euch die Wahrheit klar zu machen. Anstatt nur rumzusitzen und Blätter zu fressen, um noch schöner und fetter zu werden, opfere ich hier meine wertvolle Zeit und Nerven. Aber ihr schätzt das alles nicht. Lauscht nicht jedem meiner Worte. Erweist mir nicht den nötigen Respekt. So gehe ich nun von euch. Dann bleibt eben die gewöhnlichsten, bemitleidenswertesten Raupen. Meine Geduld ist jetzt am Ende. Nein, nein, lasst uns nicht im Stich. Wir wollen sein wie Sie, fett und mit guten Manieren. Wir werden ohne sie zugrunde gehen. Wir werden ihnen ohne Kompromisse gehorchen. Sie sind doch unser größtes Vorbild. Wir wollen keine einfachen Raupen bleiben. Na gut, dann soll es ebenso sein. Ansonsten werdet ihr wirklich ohne mich verkommen. Und ich muss mich dann den Rest meines Lebens mit meinem Gewissen abladen. Wer erklärt mir, wie man sich auf richtige Art und Weise in den Apfel frisst, um unbemerkt zu bleiben? Durch den Stiel. Ohne das Kerngehäuse zu berühren. Und wer sagt mir, warum? Damit der Apfel von außen unberührt aussieht. Bis zu welchem Moment darf man in der Mitte des Apfels bleiben? Meine flauschigen Dickerchen. Bis zu dem Moment, bis im Apfel das Echo eures Schmatzens und Trübsens zu hören ist. Solange die vorbeifliegenden Vögel euch nicht bemerken. Haben's alle verstanden? Ja, ja, ja.
Geschöpfe unseren Teil würdig auf der Erde beitragen und sich nicht immer gleich wegen irgendwelchen fliegenden Viechern ablenken lassen. Illusionen müssen auch Illusionen bleiben, aber die Realität, sie ist ein ganz hartes Ding. Und das, was wir von unseren Seiten aus machen können, ist, noch fetter und größer zu werden. Und wofür brauchen wir das? Hä? Weißt du nichts über die große Theorie allen bekannten Raupe Darwine? Nein. Unsere Stärke liegt in unserem Gewicht und den pelzigen Haaren. Und unsere Aufgabe ist es, sich weniger zu bewegen und mehr zu fressen. Und so lange, dass unser Gewicht es nicht ermöglicht, falls uns ein Vogel zu seinem Nest tragen wollen würde. Und das soll uns helfen, zu überleben? Natürlich, weil nach der Theorie der berühmten Raupe Darwine wird es dem Vogel zu schwer sein, uns zu tragen, und er lässt uns fallen. Aha, hat das jemand schon bei sich mal ausprobiert? In den Geschichtsbüchern steht, als der Vogel die Darwine im Schnabel trug, waren ihre Worte: Ihr werdet sehen, dass mit meinem Gewicht es keinem Vogel gelingen wird, mich zu dem Nest zu tragen. Ihre Worte waren so überzeugend und ihre Autorität so groß, dass sich niemand getraut hat, sich daran zu zweifeln. Voll und keine Lust, mich mein ganzes Leben auf das richtige Schmatzen und das kollektive Rübsen
zu konzentrieren. Wir sind doch so verschieden. Zum Beispiel hier, diese Raupe. Sie hat etwas Besonderes. An ihr sieht man, dass sie lebt. Dorthin geht, wo sie hin will. Wann sie will. Sie kaut, wie sie will. Ich will mich bewegen, will meinen Horizont erweitern. Ich spüre die Energie in mir. Ich auch. Beachten Sie nicht! Hört nicht auf sie! Sie hat sich wahrscheinlich irgendwo die Fliegengrippe eingefangen. Es fehlt noch, dass sie in ihrem Höhenwahnsinn irgendjemanden ansteckt. Wir gehen jetzt schnell weg von hier. Na endlich. Ich bin frei. Ich bin frei! Vielleicht bin ich kein Schmetterling, sondern nur eine Raupe. Aber ich will herumtollen, durch die Gegend springen, wie sie. Und endlich abnehmen und das angesammelte Fett verbrennen. Diese Fäden hier. Aber das stört mich nicht. Damit ist es sogar noch lustiger, rumzutollen. Nach einiger Zeit hat sich unsere wissbegierige Raupe und ihre neue Freundin sich in einen Kokon verwandelt. Beispiel. Wie ich schon sagte, das ist die Fliegengrippe. Wie rechtzeitig konnte ich mit meinem Intellekt diesen Virus in einem früheren Stadium erkennen und uns alle vor dieser viralen Person schützen. Sie konnte uns doch alle anstecken. Aha. Oh. Schreck. Die Bibel sagt, ihr sollt von Neuem geboren werden. Die wahre geistige Wiedergeburt kann uns von der Macht, spießig zu leben, befreien. Wir sind nicht geboren worden, um zu existieren und zu kriechen. Mit Gott kannst du ein ganz anderer Mensch werden und einen echten Anstieg
in deinem Schicksal bewirken.